Und damit Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Wieder mal eins der anderen Sorte, und zwar Brothers, A Tale of Two Sons. Hat auch gerüchteweise eine sehr tolle Geschichte, eine auch unter Umständen sehr traurige Geschichte. Soweit ich weiß, geht es um zwei Söhne, deshalb auch A Tale of Two Sons. Und das Besondere an diesem Spiel ist, es ist ein Singleplayer-Koop-Game. Sprich, man steuert zwei Charaktere gleichzeitig. Das ist das Besondere an diesem Spiel. Und ja, ich starte noch schnell meine Stoppuhr und dann drücke ich Start. Und wir sehen das Menü. Und zwar spielen wir ein neues Spiel. Ich habe es schon mal angespielt, so ganz kurz, um ein bisschen reinzukommen. Aber wir starten natürlich ein neues Spiel. Und los geht's. Ganz besonders auch an diesem Spiel. Es spricht eine Fantasiesprache. Aber man soll trotzdem alle Zusammenhänge verstehen, so wie ich es gelesen habe. Wir sind gespannt. Der Junge sitzt an einem Grab. Wessen Grab ist es? Ihn verloren. Oder sie. Nai! Nai! Da! Atta, Nai! Atta! Unser Vater? Auch er scheint krank zu sein. Wir müssen ihm helfen. Wir müssen ihn vielleicht zu einem Arzt bringen. Oder sonstiges. Beide Trigger zum Interagieren gedrückt lassen. Großer Bruder linke Taste, rechter Bruder rechte Taste. Kleiner Bruder rechte Taste, also rechter Trigger. So, und jetzt steuere ich mit beiden Analog-Sticks beide Kinder. Ich kann jetzt mit dem rechten nach vorne gehen. Da geht der andere hinterher. Ich kann aber mit dem linken auch noch nach vorne gehen. Da geht es ein bisschen schneller, weil er dann noch schiebt. Und wir wollen unseren Vater retten, ihn zu einem Arzt bringen. Dazu müssen wir über diese Brücke, wie es scheint. Und unserem Vater geht es nicht so gut. So, dann bleiben wir stehen. Aber weiter können wir auch gar nicht. Lassen wir los. Und mit dem rechten Stick steuere ich den kleinen, mit dem linken den großen. Und gucken, ob der kleine den Hebel hier ziehen kann. Nein. Er ist zu schwach. Da muss der große Bruder her und einmal am Hebel ziehen. Damit fährt die Brücke rüber. Jetzt können wir wieder zurückgehen. Beide an den Wagen.
Direkt das nächste Rätsel wartet auf uns. Hier müssen wir hoch. Oben ist eine Kurbel. Wir müssen kurbeln. Kommt der Große vielleicht diese Leiter hoch? Nein. Vielleicht kann er dem Kleinen ja hochhelfen. Na, er kommt so nicht ran. Aber er macht eine Räuberleiter. Damit schafft es der Kleine nach oben. Und hier haben wir ein Seil. Können wir jetzt hier hoch? Super. Und jetzt müssen wir beide wahrscheinlich an die Kurbel gehen. Und kurbeln. Oh. Ja, du solltest auch an die andere Seite. So. Was muss ich jetzt machen? Ach, im Kreis, verstehe. So, und zack, wieder an den Wagen. Der Kleine nach vorne, der Große nach hinten. Und weiter geht die Reise. Ist das schon das Haus des Doktors vielleicht? Sind wir schon da? Hey. Wir brauchen Hilfe. Wir brauchen Hilfe. Na, Maldaki, Sabe. Mafi, Sadi, aber ja. Fida, Wade. Lia. Ada. Tai. Er scheint nichts tun zu können. Es gibt nur eine Sache, die ihm helfen kann. Etwas von diesem großen Baum. Hoffentlich können wir ihm helfen. Und ich muss mal leider eben in die Optionen. Einstellung, Sound. Okay, die Sprache kann nicht einzeln eingestellt werden. Also sie ist ein bisschen leise. Ich meine, die sagen eh nichts Verständliches, aber es wäre halt schon schön gewesen, wenn man die ein bisschen genauer verstehen würde. Aber wir machen mal die Musik ein bisschen leiser. So. Und weiter geht's. Dann gehen wir mal hier raus. Wo ist dieser geheimnisvolle Baum? Wo müssen wir hin? Wahrscheinlich hier lang. Wo geht hier runter? Es ist ein bisschen verwirrend manchmal, da ich beide gleichzeitig steuere. Warum will er uns nicht durchlassen? Da muss der große Bruder mal ran. Ich habe den Kleinen genommen. Er lässt uns nicht durch. Vielleicht lässt er uns durch, wenn wir mit den Großen fragen. Oder wenn Hadi? Na, na. Er sagt auch nein. Oder wenn Hadi? Na, na, na. Umba! Er lässt uns nicht durch. Vielleicht wenn wir beide... Nein. Er lässt uns nicht durch. Dann müssen wir wohl hier unten lang. Durch das Wasser, durch den Fluss? Nein. Er hat Angst vor Wasser. Er kann nicht schwimmen. Trigger zum Interagieren gedrückt halten, kleiner Bruder. Jetzt schwimmen wir ihn rüber. Er hält sich an uns fest. Er verlässt sich auf uns, uns, den großen Bruder. Darf nicht loslassen. Ich muss den Trigger halten. Gehen wir hier raus. Oh
Okay. Aber hier kommen wir. Oder können wir hier hochklettern? Ja. Da läuft er auch weg, der Junge auf der Brücke. Huch, jetzt habe ich den. Entschuldigung, ich habe ihn fallen gelassen. Ich habe. Jetzt versperrt er uns da den Weg. Gibt es noch etwas auf der Brücke? Dürfen also nicht so weit auseinander. Hier gibt es auch nichts. Und durch die Tür kommen wir jetzt bestimmt auch nicht. Mal anklopfen. Aber es scheint uns niemand zu öffnen. Ich kann der Kleine nochmal anklopfen. Und dagegen treten. Da kommt jemand. Er geht vorbei, er geht vorbei, er kommt nicht zu uns. Beide klopfen. Nichts passiert. Nichts passiert. Hier können wir hoch. Hoch. Aber da kommt er nicht ran. Vielleicht hier? Oder ist er noch höher? Nein. Aber er kommt vielleicht hoch. Oder muss ich nochmal den Trigger drücken? Dann kann das sein. Loslassen, Trigger, ja. Loslassen, Trigger. So, aber jetzt muss er das auch schaffen. Super. Sehr guter Kletterer. Jetzt müssen wir scheinbar hier lang. Na, komm hoch, Kleiner. Ja, darf ich den Trigger nicht loslassen? Sonst rutscht er ab. So. Er rutscht gleich schon vom Dach und wir schaffen es auch. Okay, wunderbar. Ich hatte kurz die Befürchtung, dass wir die Hilfe vom großen Bruder brauchen, um überhaupt da hochzukommen. Aber der Kleine schafft das schon ganz alleine. So, und runter. Was ist das? Was jetzt? LB oder RB gedrückt halten, gedrückt lassen, um die Kamera zu rotieren. Aha. Da muss ich LB auch nochmal gedrückt halten, damit die Meldung verschwindet. Ah, das ist natürlich gut, dann kann ich. Weil ich wollte eigentlich eben gucken, was das hier ist. Hey, Lai! Ist das irgendwas? Warum haben wir das kaputt gemacht? Einfach so? Weil wir es können vielleicht. Ja. Hier hoch? Nein, das schaffen wir nicht. Er kommt auch nicht hier hoch. Ach da. Wenn wir mit dem alten Mann reden. Oder uns auch einfach nur hinsetzen. Vielleicht kann der Kleine sich auch mal da hinsetzen. Passiert dann etwas? Nein, man kann nur die schöne Aussicht bestaunen. Kommen wir hier hoch? Ja. Nein, können wir nicht. Können wir hier runter? Nein, du sollst nicht hinsetzen. Nein, hier kommen wir auch nicht runter. Aber was nun? Was jetzt? Können wir hier hoch? Ah, da kommen wir hoch. Kamera kann ich hier nicht mehr rotieren. Dann klettern wir mal. Beide gemeinsam. Und der Kleine ist sogar ein bisschen schneller als der Große. Eine schöne Stadt. Oh, okay, da gehe ich vielleicht einzeln. Wenn wir da das Gleichgewicht halten müssen. Oder können wir einfach so drüber? Ne, wir können scheinbar einfach so drüber. Dann muss ich kein Gleichgewicht halten. Oh, das war der Falsche. Ich höre mal mit dem Falschen auf zu gehen.
Die Steuerung ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil man eben zwei Leute mit einem Controller steuert. Ist doch sehr ungewohnt. Er schon wieder. Er schlägt uns immer die Türen vor der Nase zu. Wollen wir vielleicht mal irgendwas mit ihm machen? Wir können klopfen, aber er reagiert nicht, obwohl er direkt dahinter steht. Aber da passt er doch durch. Genau. Aber was jetzt? Hier ist eine Kurbel. Ah, wir lassen den Hund auf ihn los. Sehr gut. Damit haben wir ihn verjagt. Haha. Jetzt, der große Bruder ist auch schon da. Okay. In der nächsten Folge, es ist ein ruhigeres Let's Play. Ich spreche auch ein bisschen ruhiger. Ihr habt es wahrscheinlich gemerkt. Ich passe mich ein bisschen der Stimmung an. Es ist ein ruhiges Let's Play. Wahrscheinlich auch wieder ohne Action, ohne Schocker, ohne alles. Einfach ein schönes Let's Play. Ein schönes, anderes Jump'n'Run. Mit einer schönen Geschichte. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde, und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüsschen.